Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Kann jemand den nicht bitte erschießen gehen? Damit kannst du deinen Park als normaler Besucher betreten und deinen Wert aus dieser Perspektive genießen. Videokamera. Ach so, das heißt, ich brauche noch vier weitere Eintrittskarten, also goldene Eintrittskarten, damit ich dann selber den Park betreten kann als Besucher. Denn auch in diesem Trainingsmodus kann man das ebenfalls machen. Hier war. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Der Hell, was ist das denn? Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Okay. Muss aber gleich nicht hier stottern. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Ich glaube, da hat jemand sich gerade übergeben. Die Leute mögen dein Essen und die Preise, die du dafür verlangst. Gut gelaufen. Einige der Besucher waren nicht zufrieden mit deinen Buden. Du solltest herausfinden, was da schiefgelaufen ist. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Ich bin mir nicht sicher, ob du deine Mitarbeiter wirklich optimal einsetzt. Sie brauchen eine Ausbildung, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Er kommt echt gefühlt. Die Leute mögen deine Drinks. Jede 10 Sekunden. Sogar der Preis schmeckt ihnen. Gratuliere. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Spannern hier. Nein, ich mach den mal nicht dorthin. Reicht auch hier. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen? Die sind gerade in Arbeit. Einige der Käufer von Getränken waren nicht zufrieden mit der Qualität. Du solltest etwas unternehmen, bevor noch mehr Leute deswegen sauer werden.
Mann, dann haben die Pech. Deine Forscher haben eine neue Attraktion entwickelt. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Thank you. Deine Attraktionen sind irgendwie nicht der Bringer. Vielleicht solltest du ein paar neue bauen. Halt deine Klappe jetzt! Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Und du erfrechst! Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Einige der Leute, die in deinem Vergnügungspark zum Essen waren, fühlen sich etwas übervorteilt. Du solltest bald etwas daran ändern, bevor noch mehr Besucher sich ärgern. Mann, Alter, ist doch scheißegal. Wenn die Pech haben, dann haben die Pech. Achso, nee, Vorteil hat er gesagt, oder? Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Ich habe bis jetzt nur ein Personal. Ja, habe ich. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Lern reden. Ein neuer Laden ist erfunden worden. Wer sagt da, es gäbe nichts Neues unter der Sonne? Der kennt aber deine Forscher schlecht. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Die Besucher sagen, sie wären kurz vor dem Verhungern. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber du solltest vielleicht wirklich ein paar Restaurants und Imbissbuden bauen. Sag mal, wollen die mich verarschen? Es gibt jetzt drei Läden davon. Zwei Frittenbude und jetzt eine Hamburgerbude. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Kann ja nichts dafür, wenn die faul sind und... Oder zu blöde sind, das zu sehen. Psst, hey, die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Bist du mal schon mal auf die Idee gekommen, mal deine Klappe zu halten? Du hast bereits alle verfügbaren gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Wir stoßen an die Grenzen des menschlichen Wissens. Alle bekannten Showbuden sind schon gebaut. Vielleicht solltest du deine Forscher ein paar neue erfinden lassen.
Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Oh, der Witz ist schon sowas von alt. Nebenbei noch sehr schlecht. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du Junge, geh mir jetzt nicht auf die Eier! Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Es wird langsam still um deinen Vergnügungspark. Du könntest mal wieder eine neue Attraktion aufstellen. Das lockt die Besucher wieder eine Zeit lang an. Digga, es ist gerade alles in Arbeit. Wart doch einfach mal ab. Gute Arbeit. Du hast eine der versteckten Auszeichnungen entdeckt. Weil du dafür gesorgt hast, dass genug Läden Mülltonnen haben, um den Park sauber zu halten, erhältst du die Öko-Auszeichnung und eine goldene Eintrittskarte als Anerkennung. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Wieso sind hier zweimal Attraktionen so nebenbei? Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Du sagtest mir schon hundertsten Mal. Bitte mal, nicht lambda mal jetzt mal deine Klappe halten. Ja, möchte ich Ärger, Boss. Eine unserer Attraktionen bricht bald zusammen. Dir gehen langsam die Extras aus. Vielleicht solltest du schon mal ein paar der älteren. Was? Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Kannst du einfach mal deine Klappe halten? Alter. Psst, hey, die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Ja, ich werde ihn wirklich mal wieder anheben. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Ja, geht. Perfekte Gedanken. Burger trinken. Ich frage mich, warum ist dein Burgerstand, Und der ist bei jeder Ecke was haben. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Darf ich dich mal schießen gehen? Danke. Alter. Hui. Hi. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich.
Weiter so. Hallo? Alle verfügbaren Extras sind aufgebraucht. Von jetzt an kannst du nur noch bereits gebaute Extras durch neue ersetzen. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Ich glaube, man konnte immer hier viele machen, oder? Ich habe jetzt insgesamt 32 Besucher. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Die Besucher meckern über deine hohen Eintrittspreise. Vielleicht solltest du sie etwas senken. Sag mal, willst du mich verarschen? Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Vorsicht! Das Ding bricht zusammen! Du hast da eine Attraktion, die bald den Geist aufgeben wird! Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Ich fühle mich hier jetzt gerade richtig verarscht. Yeah! Wir haben eine neue Attraktion entwickelt. Das klingt doch sehr gut. Die Besucher sind nicht sonderlich beeindruckt von deinen Attraktionen hier. Du solltest dir überlegen, ob du nicht noch ein paar baust. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Vielleicht mal nicht. Da draußen gibt es eine ganze Menge hungriger Besucher. Ob wir vielleicht ein paar Restaurants und Imbissbuden bauen sollten? Ist ein Scherz jetzt, oder? Was er gerade gesagt hat? Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben?
Na, jetzt weiß ich, was ich wieder machen wollte. Ich glaube, da kann man sogar die Strecke selber machen bei Jurassic Card. War es schon 43 Minuten? Herzlichen Glückwunsch! Danke. Du hast genug Besucher in deinen Park gelockt und dein Ziel erreicht. Du bekommst eine goldene Eintrittskarte. Ach so, nee, ich verstehe das jetzt. Ich brauche insgesamt 4. Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Kann man den Text nicht irgendwie überspringen, was er sagt? Ich verstehe das jetzt. Benötigte Karten bedeutet, dass ich insgesamt 4 goldene Karten brauche. Und jetzt fehlt mir nur noch ein, um dann selber alles auszutesten. So. Die Leute finden, deine Spielbuden sind sehr fair und man gewinnt oft genug. Weiter so. Ausgezeichnet. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Die Besucher finden deine Eintrittspreise sehr billig. Vielleicht solltest du sie etwas anheben. Die Preise, nicht die Besucher. Ich drücke jedes Mal den falschen Knopf. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Willst du nicht noch ein paar neue erforschen lassen? Du hast alle verfügbaren Extras gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar mehr erforschen. Ich hoffe, dass sie damit jetzt nicht wiederkommen. Deine Besucher fühlen sich pudelwohl. Weiter so. Okay, es hat nicht funktioniert. Psst, hey. Die Besucher finden, der Eintrittspreis hier wäre geradezu geschenkt. Ist dir schon mal die Idee gekommen, ihn anzuheben? Ich glaube, es ist Zeit für ein bisschen Marktforschung. Du hast bereits alle verfügbaren Läden gebaut. Vielleicht solltest du noch ein paar neue erforschen. Ja, vielleicht sollte man was erforschen, was in dein Gehirn schießt. Du machst das ganz großartig. Die Leute in deinem Park amüsieren sich herrlich. Weiter so. Ich hab doch gerade gesehen, der eine mit diesem orangen Smiley. Deine Forscher haben die Geheimnisse eines neuen Ladens entdeckt. Die Welt ist gerettet. Schön. Ein neues Extra ist erfunden worden. Sogar die Extras bekommen jetzt zusätzliche Extras. Wow, das war so schlecht.